林夏日时分，天色暗得慢，但伯格曼夫妻却是手脚加快。快手煮晚餐，一问这趟烹煮过程，夫妻俩有默契，要赶在天黑前完成，用上节能社区顶楼太阳能板吸取的最后一瓦电力。Winter ein bisschen weniger, im Sommer ein bisschen mehr, aber insgesamt ist das mehr als die Hälfte dessen, was wir hier im Haus insgesamt an elektrischer. 老屋节能可以说是德国要打通能源转型的关键任督二脉，尤其像是 Littmann 的社区，其实是超过百年历史的老房子，现在绿意盎然，气氛温馨，看不出曾被当成废墟15年。直到2008年开始集结有节能想法的住户，2012年正式成型。目前全德国约有三分之一的老屋完成节能改造。那 das war von Anfang an die Idee. Genau, das war die Idee, das so zu machen. Jeder, der hier wohnt, muss zum Beispiel auch ökologische Produkte benutzen, weil sonst geht das Wassersystem kaputt. Die Waschmaschinen, die sind für alle aus dem Haus. Die werden von allen genutzt. Das heißt, niemand hat eine eigene Waschmaschine in der Wohnung.丢入待洗的衣物，公共洗衣机大有来头。除了是居民共事讨论添购，也尽量选在白天洗衣。他们更协力设计社区的污水处理系统。Ein Wasserkreislauf, in dem wir das Wasser dreimal wiederverwenden, das gleiche Wasser. Und dadurch haben wir einen Wasserverbrauch, der ungefähr nur halb so groß ist wie der durchschnittliche Wasserverbrauch in Deutschland.也就是说，水的使用来自循环过滤，屋顶收集雨水后，再分别成为洗澡、洗衣跟冲马桶用水，最后过滤导流到花园。光线更暗了，晚餐后的悠闲时光，居民在一楼的公共区域专心阅读，照明自然也是省电家具，但天色越黑更代表太阳能难以发挥，老房子空间有限，缺乏储电系统是难以突破的困境。 Letztendlich ist es zurzeit so, dass das Energienetz, das offiziell, das öffentliche Energienetz der Energiespeicher ist. Ja, der speichert den Strom, der zum Beispiel von Windkraftanlagen kommt, der wird im gesamten Netz des Landes gespeichert. Und nachts zum Beispiel, wenn keine Sonne weht, wird aus diesem, nehmen wir ja auch aus dem Energienetz den Strom. Tagsüber geben wir Strom in das Netz durch unsere Solaranlage und durch die Photovoltaik. Die Nachbarhäuser mit einbezieht, dass man sagt, man macht einen kleinen Stromverbund von Nachbarhäusern, dann kann es effizient werden.穿着西装改西装最难，有时限制来自于先天的建材。Genau, also das ganze Haus ist hochgedämmt, aber das ist natürlich viel leichter zu machen, wenn man einen Neubau plant. 百年前的墙壁设计太薄，隔绝冷暖空气的效率比不上新式节能屋。Genau, also wir haben hier die Wand ist mit Holz gedämmt, also eine Holzkonstruktion, gedämmt mit Zellulose und das Fach ist etwa 30 cm stark.Und mit Zellulose ausgedämmt und da haben wir sehr gute Dämmwerte. 像是德国联邦环保局，木条隔开空间，让冷暖气有良好的传导效率，降低化石能源的消耗。公部门有示范作用，但他们也观察到，改建老屋拼节能，在租客众多的柏林，有着最险峻的关卡，就是有些房东把翻修成本转嫁住户，也引来不满。Waren mal 11%, inzwischen sind es nur noch 8% der Sanierungskosten, die umgelegt werden können.Und das ist auch begrenzt auf höchstens 3 € pro Quadratmeter. Aber die Heizkosten liegen im Mittel bei 1,50 € pro Quadratmeter. Also 1,50 € sind im Mittel die Heizkosten, die die Mieter zahlen. Also sowohl Eigentümer von Einfamilienhäusern können diese Programme nutzen, aber auch Vermieter von Mehrfamilienhäusern.
um damit ihre Sanierungskosten zu senken. 不能涨房价就不愿改造，俨然成为老屋节能的恶性循环。因此 ，UBA 规划加征碳排税，颇有强制逼迫老屋动起来的意涵。Wenn man einen Preis von 35 Euro pro Tonne CO2 nimmt beispielsweise, dass man dann die Energiesteuern so erhöht, weil Baukosten ja nur eine Hälfte der Kosten sind. Genau, also es wird nicht berücksichtigt, wie viel Energie dann gespart wird in den nächsten Jahrzehnten. Und das muss man eben miteinander verrechnen und beides betrachten und auf der Grundlage idealerweise dann eine Entscheidung treffen. 建筑跟交通被列为节能转型中最缓慢的巨兽，该怎么快速向前？减碳这条必经之路，挑战依旧艰辛。